250 ehrenamtliche Helfer. Wir bauen Kooperationen mit Betrieben auf, die eben sagen, oh, wir wollen die Lebensmittel nicht wegschmeißen, sondern sie sollen halt in die Hände und in die Kühlschränke wandern. Immer wenn das Radcafé offen ist, dann kann man hingehen und schauen, ob was im Regal oder im Kühlschrank liegt. Was macht ihr hier auf dem Wiesenviertel fest? Wofür habt ihr euch entschieden? Also gerade machen wir Siebdruck. Als erstes sucht man sich ein Sieb aus mit dem Motiv, was man gerne bedrucken will. Dann braucht man noch eine Sache, wo man es draufdruckt, also einen Jutebeutel oder wir haben auch so kleine Etuis. Und dann zieht man das durch die Siebe und dann ist schon fertig. Wartet man, bis es trocken ist und kann es noch bügeln. Wir tauschen hier Kleider. Also man darf hier was mitbringen, abgeben und man darf sich dann dafür was aussuchen. Also hier im Innenhof haben wir jetzt gerade Kundalini-Yoga gemacht, also so eine halbe Stunde Yoga-Session. Sind hier eben die Golden Sun Society, die hier oben ist, hat diesen Innenhof hier bespielt mit Liegestühlen und Sand ausgeschüttet. Das hier ist der Floor vom Unikat und von Heimlich Laut und hier gibt es etwas Musik und was zu trinken und ein Kicker. Und ja, das ist ein Ort, an dem sich Leute aufhalten können und wir versuchen, den irgendwie zu bespielen. Wegen welcher Band bist du hier? Walking on River. Was machen die für Musik? Richtig gute!